ausgereicht. Aber was ist denn das für Inszenierung? Wer hat bei den Tag in Paris was verpasst? Ne? So eine Inszenierung. Ja, dann komme ich drauf und sage, jetzt lass mal dieses Theater, was ist denn hier los? Ne? Und dann stellt sich heraus, dass das französische Verleiher waren und die sind gerade aus New York gekommen. Und die sind nach Amerika gefahren und haben sich so Ladenhüter angesehen. Ladenhüter, das sind Filme, die man sich nicht getraut hat oder nicht gewollt hat, dass man sie in Amerika herausbringt. Das heißt, die sind einfach liegen geblieben. Sie sind zwar angekauft worden, aber dann aus verschiedenen Gründen hat man gesagt, na, lieber doch nicht. Ne? Lieber doch nicht. Und die haben sich diese Ladenhüter angesehen, weil die billig zu haben waren. Ne? Logischerweise, wenn man sagt, sind sie billig zu haben. Und haben diesen Film entdeckt, der schon vorher, 4 oder 5 Jahre vorher in Europa gelaufen ist. Und haben sie den angeschaut und gesagt, das ist aber interessant, der Film ist gut, den bringen wir in Amerika heraus. Und sie haben den um 100 oder 200.000 Dollar gekauft, also billig, haben dann 400.000 oder 500.000 Dollar, das war damals viel Geld, in die Werbung hineingegeben und sind mit 100 Kopien in New York gestartet und haben aus Gag Folgendes gemacht. Damals war es noch möglich, haben ein paar Flugzeuge, Privatflugzeuge, haben sie gemietet und sind über den Broadway geflogen und haben dort Brechtüten abgeworfen, die man im Flugzeug hat, wenn man speiben muss. Und auf den Brechtüten ist gestanden, die brauchen Sie heute Abend, wenn Sie in den Film Hexen gehen. Und die sind zu 10.000 über New York abgeworfen worden. Und es war ein Millionen-Dollar-Erfolg in New York beim Start. Und die kamen gerade von dieser Sensation, von ihrer finanziellen Sensation, kamen sie zurück in Paris und haben mich auf dem Flughafen entdeckt. Und das war der Freudentanz. Der Freudentanz über Millionen-Dollar-Gewinn in den vorigen Tagen. Ihr habt ja auch ein wunderschönes Schloss zur Verfügung gehabt, in dem ihr den Film gedreht habt. Ja, ja, das ist ein mittelalterliches Schloss, original mit den ganzen Henker-Inkredenzien, nicht? Also die Taumelschrauben original und dann natürlich auch das Richtschwert original, das ist die letzte Hinrichtung dort noch gemacht worden, 1780, Zeit Maria Theresia, waren auch noch leichte Blutspuren eingetrocknete drauf. Also ich habe mit dem Original Richtschwert gearbeitet. Das ist kein Duplikat, sondern das originale Richtschwert. Und es war natürlich auch die Streckbank, dann diese Sesseln, wo man sich so drauf sitzt, dass man dann die Eisenstifte hinten hineinbekommt. Also alles dieses wunderbare Werkzeug des Mittelalters, ne, was die Inquisition und die Fürsten und die Grafen für die Geständnisse für notwendig erachtet haben. Ne. Also eigentlich eine schreckliche Schauerkammer, aber nachdem es ja nur Film ist, war es für uns nicht so schaurig. Aber man kann sich natürlich schon vorstellen, was das für diese Menschen da bedeutet hat, in diesen Verliesen hier wirklich gemartert zu werden. Und logisch hat jeder gestanden dann, nicht? Er ist sowieso verbrannt worden, aber nur damit sich halt, damit man schriftlich was hat mit seiner Unterschrift, nicht? Dass man sagt, er hat gestanden. Ich meine, es ist eigentlich unfasslich. Dieses Kapitel der Geschichte ist der Inquisition ist eigentlich unglaublich, dass eine ganze Gesellschaft da noch dahinter gestanden ist, dass da nicht revoltiert wurde gegen diese Möglichkeiten. Aber da hat man eben gesehen, was Macht an und für sich, wenn Macht so groß ist, was Macht anrichten kann. Nicht? Das ist ganz wurscht, in welcher Zeit. Also in der jüngsten Geschichte haben wir ja das auch erlebt. Ne? Was Macht, wenn man ihr so viel Macht gibt, nicht aufpasst, darum immer aufpassen, ja. Was dann passieren kann. Nicht? Das ist, glaube ich, auch ein wirklich ganz wichtiges Beispiel in der Geschichte. Ende der 60er Jahre, da sollte ja Rom so zum europäischen Hollywood werden. Und ich erinnere mich noch auch an eine Szene, das ist ganz lustig, an Plaza Navona. Das ist also einer der großen historischen Plätze in Rom, wo die ganzen Touristen sitzen. Das gehört einfach dazu, so wie die Via Veneto und der Petersdom, wo Tausende von Touristen sind. Und da war diese gespannte Stimmung und auf einmal
sind Tausende auf einmal hereingestürmt auf diesen Platz in dem Laufsturmschritt mit Hunderten von roten Fahnen. Müssen Sie sich vorstellen, die sind da eingehängt, sind die auf einmal im Sturmlauf, Tausende mit den flatternden roten Fahnen sind gelaufen und haben diese Mao-Sprüche, ne, die man damals kannte, haben die also gerufen und sind mit diesem flatternden Wald von Fahnen sind den Platz gelaufen. Die Amerikaner haben blitzartig Touristen den Platz verlassen, haben geglaubt, Ausbruch der Revolution, die Kommunisten kommen. Innerhalb von 2 Tagen war Rom leer von amerikanischen Touristen, hat natürlich Auswirkungen gehabt auf Amerika. Und die haben gesagt, sofort Geld abziehen, alles Geld, was noch da ist, von uns weg, zurück nach Amerika. Und das war das Ende eigentlich des Aufbaus des europäischen Filmplatzes in Rom. Nicht? Die Gefahr einer Machtbeteiligung der Kommunisten. Aber das war ein Bild, das war eines der größten Bilder in dem Entsetzen, was ich je von Touristen gesehen habe. Diese Massen, die und diese italienischen Sturmgesänge, ne? So wie eine Verdi-Oper. Ne? Also, die laufen da rüber, ne? Schon mal nicht so Italiener oder was weiß ich, also was die Faschisten damals gesungen haben, aber das halt auf kommunistisch. Es ist ja immer, es ist immer dasselbe. Jack the Ripper, da kommt eine Szene drinnen vor, dass eben Jack the Ripper erkennt auf einmal, ich war sein Gegenspieler da drinnen, dass ich derjenige bin, der ihn bei der Polizei verraten hat. Und zu diesem Zweck, also ich in dieser Rolle habe es nicht gewusst, dass er schon weiß, dass ich der Verräter bin, war dann die Szene so angelegt, dass er aus diesem Wissen heraus mich umbringen will. Und das sollte dann im Dachboden einer Villa passieren. Und wir haben also vorher eine Szene noch gedreht, so in einer freundschaftlichen Art, eben in dieser Villa, in der er da gehaust hat. Und spricht so mit mir, auf einmal blitzt das Auge auf, was überhaupt nichts mit der Szene zu tun hatte. Und er springt mir an die Gurgel. Und er sagt, was ist das? Er sagt, ach, entschuldige, ich habe gerade nachgedacht über den Schluss, wie ich dich erwürge, dann am Abend am Dachboden. Wo wir schon solche Male gehabt haben. Und der Daumen hat den Adamsapfel fast hineingedrückt, ne, dass er kaum Luft bekommen hat. Ne. Dann hat er gesagt, aber war wohl nicht so schlimm. Ne. Und er sagt, danke, schön. Ne. Hat er mich nicht zur Seele gehört. Ja, ist mir eingefallen. Ja, ich gehe dann auch hin zum Produzenten hin und sage, Herr Chef hier, also das ist mir unheimlich, also was der schon am Nachmittag hier aufführt, dass ich plötzlich die Szene einfällt, erwarte, wie er mich umbringt, das lässt nichts Gutes heran. Ne? Also, er rastet ja total aus, er will ja den Realismus scheinbar machen. Ne? Und ich sage, dann war wieder der Produzent, ich sage, Gott, vorbei. Ich habe ja schon gesehen am Nachmittag, es geht nicht spurlos vorbei. Es wird ein bisschen abwehren. Jetzt sage ich, ich mache was kurz, ich sage Ihnen, ich mache es nicht. Ich mache Ihnen den Vorschlag, besorgen Sie sich eine Puppe, statt mir, statt meinem Körper, eine Puppe. Die bringen Sie dann am Dachboden heraus. Wir machen nur ganz kurz in einer Ecke, wo ich am Boden liege, umgebracht, dass wir dann meine Tod haben, dass ich dort liege. Und die ganze Szene, wie er mich erwürgt, das soll er mit der Puppe machen. Ne? Da kann er sich austoben, das soll er zerschlägern. Ne? Er sagt, ja, glauben Sie das wirklich? Ja, sagt, ich mache das nicht, ich habe andere Sachen nur zu drehen, ich kann mir das nicht leisten. Ich drehe gleichzeitig in Berlin, nämlich der beschädigt. Ja, also gut, ich habe nicht mit mir reden lassen, habe gesagt, mein Flugzeug geht um 9 Uhr und habe ein Taxi bestellt, habe meine Szene noch abgedreht, eigentlich ohne der Mordszene, sondern nur die Leiche habe ich noch gespielt. Und schleiche mich dann, wie das Taxi vorfährt, bei der schönen Villa mit einem langen Kiesweg, einem schönen Kiesweg, der hat so geknirscht. Und schleiche mich ganz leise auf diesen Kiesweg zu dem Taxi. Und habe mich schon geärgert, dass das so knirscht. Es war schon Abendstimmung, nicht schon richtige Morgenstimmung. Und wie ich bei dem Taxi bin, auf einmal
reißt das Dachlukenfenster der Kinski auf und der Dachluke, ich sehe nur seinen Kopf herauskommen und er schreit, du feige Sch...